So, warum können Sie die Fragen der anderen nicht sehen? Ganz einfach, Sie sehen nur die Fragen, die ich auch beantworte und nicht etwa alle. Das heißt, wenn ich meine Frage nicht beantworte, sehen Sie die auch nicht. Wann würde die Infoanrufe für LegalTech stattfinden? Voraussichtlich in ungefähr einem Monat, denn dann ist auch die Einschreibeschrift. Ist der verschobene Start des Wintersemesters 2020/21 für die Unis verbindlich oder entscheidet das jede Uni selbst? Das können Sie selber auf der Seite des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft nachlesen. Da steht nämlich derzeit noch gar nichts von einer Vorlesungsverschiebung. Und wenn es dann bekannt gegeben wird, dann werden Sie es da finden. Und das waren die Fragen. Jura ist schwierig, aber es wird nicht mehr schwieriger, als es jetzt ist. Gut. Dann machen wir weiter mit unserer Vorlesung und wir befinden uns im Kapitel Mehrheit von Schuldnern und Gläubigern. Ein Thema, das Sie alle noch aus der letzten Stunde in Erinnerung haben. Wir haben gesprochen zunächst über die Mehrheit von Gläubigern, Paragraphen 420 folgende BGB. Und wir haben gesehen, es gibt drei verschiedene Konstellationen, wie mehrere Personen gleichzeitig Gläubiger sein können. Zunächst mal, erstens, 420 BGB regelt die Teilgläubigerschaft. Teilgläubiger sind solche, wo jeder nur einen Teil beanspruchen kann und der Schuldner hat die Pflicht, jedem Gläubiger den Teil zu geben, der ihm gehört. Das heißt zum Beispiel, wenn die Aufteilung so ist, dass der Gläubiger A 30 Euro kriegt, der Gläubiger B 40 Euro und der Gläubiger C wieder 30 Euro, dann muss der Schuldner dem A 30 geben, dem B 40 und dem C 30. Wenn er irgendwas falsch macht, kann derjenige, der weniger bekommen hat, ihn auf Zahlung des Rests verklagen. Das bedeutet auch, jeder kann für seinen Teil Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Er kann von seinem Teil auch entsprechend dann anteilig Ersatz verlangen. Demgegenüber haben wir als extremes Gegenbeispiel die Gesamtgläubigerschaft. Bei der Gesamtgläubigerschaft ist es so, dass ein Schuldner mehreren etwas schuldet und diese Leistung gegenüber allen nur einmal erbringen muss und wie er sie aufteilt, ist die freie Entscheidung des Schuldners. Das heißt, der Schuldner kann an A alles leisten, an B alles leisten oder an C alles leisten und die müssen sich dann untereinander auseinandersetzen, wer welche Teile bekommt. Die Gesamtgläubigerschaft ist für den Schuldner besonders toll, weil der Schuldner die freie Auswahl hat, an wen er leistet. Er hat den niedrigsten Aufwand und das freut ihn. Andererseits haben wir bei der Gesamtgläubigerschaft immer das Problem, dass die Gläubiger sich untereinander auseinandersetzen müssen. Und das kann im Einzelfall schwierig sein, etwa wenn die untereinander zerstritten sind. Daher gibt es noch eine dritte Lösung. Das ist die Mitgläubigerschaft. Bei Mitgläubigern ist es so, dass der Schuldner nicht an einen der Gläubiger leisten muss und auch nicht an jeden den richtigen Teil, sondern er bringt die Leistung so, dass sie an alle gleichzeitig erfolgt, sodass keiner den Erstzugriff hat, sondern alle gleichzeitig zugreifen können. Das hat für den Schuldner den Vorteil, dass er sich über die Verteilung keine Gedanken machen muss. Es hat für die Gläubiger den Vorteil, dass die Gläubiger sich untereinander nicht auseinandersetzen müssen. Das heißt, dass sie nicht vertrauen müssen darauf, dass derjenige, der es bekommt, es auch gerecht verteilt. Ich streame momentan nicht bei YouTube, weil YouTube sagt, ich habe meine Kapazitätsgrenzen überschritten. Ich zeichne aber diese Vorlesung auf und wir können dann die Aufzeichnung hinterher bei YouTube abrufen. Das dauert nur dann entsprechend ein paar Stunden länger, weil man das ganze ja
hochladen muss. Und beim Hochladen geht das Ganze auch verloren. Oder dauert das Ganze halt, weil man da eben noch komprimieren und dekomprimieren und so weiter muss. Gut. Wir haben danach angefangen mit der Mehrheit von Schuldnern. Und wir haben gesehen, da gibt es genauso wie bei den Gläubigern drei verschiedene Varianten. Die Teilschuldnerschaft, die Gesamtschuld und die Mitschuldnerschaft, könnten wir sie nennen. Die gemeinschaftliche Schuld. Bei der Teilschuld ist die Regel so, dass jeder Schuldner nur seinen Teil erbringen muss und keine Haftung für die Leistungen der anderen übernimmt. Das bedeutet, wenn Sie etwas von A bekommen, etwas von B bekommen, etwas von C bekommen, dann können Sie den A auf seine Leistung verklagen, aber nicht den B oder den C. Sie können den C auf seine Leistung verklagen, aber nicht den A oder den B. Und Sie können auch nicht von A Schadensersatz der Leistung verlangen, wenn B etwas schlecht oder nicht macht. Demgegenüber ist das extreme Gegenbeispiel die Gesamtschuld. Bei der Gesamtschuld ist es wie bei den Musketieren, einer für alle, alle für einen. Das bedeutet, jeder muss dafür einstehen, dass die Leistung insgesamt erbracht wird. Das bedeutet, wenn der A leistet, werden nach § 423 davon auch B und C befreit. Der Gläubiger kann sich auswählen, ob er die Leistung von A, B oder C will, und zwar komplett oder in Teilen. Er muss also nicht hier eine bestimmte Quote verlangen. Ihm kann völlig egal sein, wie das Innenverhältnis von A, B und C ist. Das Ganze führt dazu, dass derjenige, der zuerst zahlt, sich das Geld wiederholen kann von seinen anderen Gesamtschuldnern. Das regelt 426 Absatz 1 Satz 1 BGB. Dieser Anspruch ist grundsätzlich so, dass jeder einen gleichen Teil kriegt. Das bedeutet, wenn A, B und C 500 Euro schulden, schuldet jeder ein Drittel von 500. Wenn der A jetzt die kompletten 500 zahlt, dann kann er von B nicht etwa zwei Drittel von 500 verlangen, sondern er kann von B nur ein Drittel verlangen und von C ein Drittel. Die Gesamtschuld im Verhältnis zum Gläubiger wird bei Zahlung zu einer Teilschuld im Innenverhältnis. Das heißt, im Innenverhältnis haftet jeder nur für eine Quote, im Außenverhältnis zum Gläubiger haftet man voll. Allerdings sagt 426 Absatz 1 Satz 2, wenn einer der Gesamtschuldner nicht leisten kann, verteilt sich sein Anteil auf diejenigen, die übrig bleiben. Wenn wir also A, B und C haben, die insgesamt 500 Euro schulden, dann entfällt grundsätzlich auf jeden der drei ein Drittel. Ist aber C eine GmbH, über die das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, und ist bei C deshalb nicht zu holen, verfällt der Anteil, der auf C eigentlich entfallen wäre, auf A und B. Das heißt, jeder muss dann mehr zahlen und das eine Drittel von C führt dazu, dass A 50% zahlen muss und B 50% zahlen muss. Für jeden erhöht sich der Anteil um die Hälfte von dem Drittel. Und damit muss jeder zahlen, ein Drittel plus ein Sechstel sind drei Sechstel, sind ein Halb. Und das gilt auch bei mehr Leuten. Das heißt, man muss darauf vertrauen, dass die Mitgesamtschuldner auch alle zahlungsfähig sind. Gut, der Nächste, der fragt, ob ich nicht auf YouTube streame, dem kann ich mitteilen. Das geht momentan nicht, weil YouTube gesagt hat, ich habe meine Kapazitäten erschöpft. Deshalb zeichne ich diese Vorlesung auf und lade das Video nachträglich auf YouTube hoch. Da ich die Frage schon dreimal beantwortet habe,
möchte ich sie nicht noch ein viertes Mal beantworten, aber wir schauen mal, wie lange es dauert, bis die Frage nochmal kommt. Gut, das haben wir zum Thema Gesamtschuld geschrieben. Und gibt es eine Obergrenze an Schuhe? Weiß ich nicht. Was ist Schuhe? Ja. Damit haben wir die drei Formen behandelt. Wir haben dann noch als letzte Form der gemeinschaftlichen, als letzte Form der Mehrheit von Schuldnern die gemeinschaftliche Schuld kennengelernt, nämlich die Variante eines Orchesters oder eines Chors, wo es nicht sinnvoll ist, dass sie jeder nur auf seinen Teil haften. Denn wenn Sie eine Band bestellen für Ihre Hochzeit, bestehend aus Schlagzeug, Gitarre und Keyboard, und bis auf den Schlagzeuger kann keiner der drei kommen, dann haben Sie einen Schlagzeugsolisten, und ein Schlagzeugsolist nützt Ihnen leider nichts. Der kann nämlich irgendwie die Leute nicht zum Tanzen bringen und unterhalten. Es müssen vielmehr alle zusammenwirken. Das geht nur, wenn alle erscheinen. Sie können nicht jeden auf die gesamte Leistung verklagen und Sie können auch nicht nur von jedem seinen Teil verlangen, sondern Sie müssen verlangen, dass alle gleichzeitig ihre Leistung erbringen. Und das gilt eben für solche Sachen wie Bandauftritte und Ähnliches. Während bei der Gläubigerschaft die gemeinschaftliche Gläubigerschaft, die Mitgläubigerschaft, der Regelfall ist, das heißt, dass an alle zusammenzuleisten ist, ist bei der Gemeinschaft, bei der Mehrheit von Schuldnern die Gesamtschuld der Regelfall. Das gilt für das Deliktsrecht, weil es im Gesetz ausdrücklich angeordnet ist, in § 840 BGB. Es gilt aber auch im Vertragsrecht. Das indiziert schon die Vermutung des 427. Wenn Sie nichts sagen, gilt automatisch, dass eine Gesamtschuld vereinbart ist, sofern Sie nicht deutlich machen, dass es nur um Teile oder um eine gemeinschaftliche Tätigkeit geht. Um dazu aber einen kleinen Abgrenzungsfall zu machen, stellen Sie sich vor, Sie wollen jetzt nach Wiedereröffnung der Biergärten gemeinsam mit zwei Freunden in einen Biergarten gehen und sich da ein Bier gönnen. Und Sie setzen sich an einen Tisch und da werden Sie auch bedient und Sie trinken fröhlich. Und es wird auch immer alles auf irgendwelchen Bierdeckeln markiert mit so Strichen. Dann wird es später und später und Ihr Freund sagt, ich gehe mal kurz auf die Toilette und er kommt nie mehr wieder. Der zweite Freund sagt, oh, ich gehe mal gucken, wo der ist, und auch der geht und taucht nicht mehr wieder auf. Dann wird es dunkel und der Wirt kommt und sagt, wunderbar, an diesem Tisch wurden 26 Bier getrunken und Sie sind derjenige, der hier noch sitzt. Damit zahlen Sie den kompletten Betrag. Und die Frage lautet, müssen Sie auch bezahlen für die Biere, die Ihre Freunde getrunken hat? Und dazu müssen Sie ins Gesetz schauen und Sie stellen fest, es kommt darauf an, ob eine Teilschuld, eine Gesamtschuld oder eine gemeinschaftliche Schuld vorliegt. Und was meinen Sie, liegt im Fall des gemeinsamen Biertrinkens im Biergarten vor? Gut, der erste Praktiker sagt hier, in bayerischen Bierkärnten ist zwingend Sofortkasse bei Abholung der Biere.
Das ist eine Frage, ob Sie hier einen Biergarten im Sinne der Biergartenverordnung meinen. Sie wissen, es gibt eine Legaldefinition des Biergartens in Bayern. Aber grundsätzlich, ein Biergarten ist nicht zwingend das, was die Biergartenverordnung definiert, sondern ein Biergarten ist im Zweifel eine Fläche, wo es eine Brauerei gibt und Sie vor Ort etwas trinken können. Und da müssen Sie nicht notwendig vor Ort etwas in bar bezahlen. Das heißt, Vorkasse oder Zug um Zug bei Abholen der Biere ist nicht zwingend. Es kann sein, dass Sie an einem Tisch sitzen und da bedient werden. Das ist also auch möglich in Bayern. Nicht jeder Biergarten ist ein echter Biergarten. Gut, jetzt sagen einige Teilschuld, einige sagen Gesamtschuld, einige sagen gemeinschaftliche Schuld, einige sagen A, B, C. Wir müssten vielleicht mal ein bisschen systematisch daran gehen. Und dazu, was müssen wir tun, um herauszufinden, was gewollt ist? Wie finden wir die Wahrheit heraus, wenn jemand etwas tut, macht, erklärt oder ähnliches? Wir müssen auslegen nach 133, 157. Also müssen wir uns fragen, was haben die Leute da gesagt? Und wenn sie an einem Tisch sitzen und Getränke bestellen, was sagen sie da normalerweise? Würden sie sagen, jeder haftet für alle, so wie bei den Musketieren, alle für eine und einer für alle? Oder was ist der normale Inhalt, den man als Bedienung aus dem Umstand, dass an einem Tisch gesagt wird, 4 Bier bitte für uns, erklärt wird? Ja, die Aussage ist, wir hätten gerne 3 Bier. Was bedeutet das? Ja, es könnte in der Tat heißen, wir hätten gerne 3 Bier und geben Sie mir, die beiden anderen kriegen keins, ich trinke 3 alleine. Da ich kein Bier trinke, ist das relativ witzlos, aber wäre eine denkbare Variante. Wir deutet in der Tat auf den ersten Blick auf eine Gesamtschuld hin. Das könnte sich also aus 427 BGB ergeben. Aber wir müssen hier in der Tat die Verkehrssitte berücksichtigen, was üblich ist. Und üblich ist normalerweise, wenn mehrere Leute in einer Gaststätte liegen. Also das einheitliche Gläubigerinteresse ist hier, das Geld will er haben. Er will einen Geldbetrag haben von 500 Euro für diesen Tisch. Also das Interesse des Gläubigers ist dasselbe. Er will Geld von dem Tisch. Die Frage ist in der Tat, will man im Zweifel zusammenzahlen, dann haben wir eine Gesamtschuld, oder will man im Zweifel getrennt zahlen? Wenn man also nicht sagt, will ich dann zusammenzahlen oder will ich lieber getrennt zahlen? Und was sagt Ihnen 157? Was ist das, was, wenn nicht ausdrücklich irgendwas gesagt wird, gelten soll? Aus Ihrer Erfahrung in der Gastronomie. Wenn man nicht sagt, muss man dann getrennt zahlen oder wird dann zusammengelegt und einer zahlt die Rechnung? Interessant, hier sehen wir kulturelle Unterschiede offenbar. Ja, in der Tat, einige weisen darauf hin, man wird gefragt, wenn man die Rechnung bekommt. Das ist in der Tat richtig. Das Problem ist nur, in dem Moment, wo Sie die Rechnung bekommen, in dem Fall, sind die beiden anderen schon weg. Das heißt, die Frage nützt Ihnen da relativ
wenig. Und in der Tat, die Gesamtschuld würde entstehen bei Abschluss des Vertrages, also bei der Bestellung. Und die kann zwar hinterher durch einen Schuldbeitritt verändert werden, wenn es eine Teilschuld gab, aber sie kommen von einer Gesamtschuld nur dann los, wenn alle einverstanden sind, dass die Gesamtschuld aufgehoben wird. Und das ist dann eher der Ausnahmefall. Ja, in der Tat, einige meinen, das hängt von der konkreten Situation ab. Und in der Tat, wenn Ihr Opa Sie zu einem gemeinsamen Essen an seinem Geburtstag einlädt, wird man im Zweifel davon ausgehen können, dass der Opa für alle bezahlen will. Da kann man eher an eine Gesamtschuld denken. Im Normalfall ist es aber so, wenn Leute, die nicht erkennbar verwandt sind oder sonst gemeinsam verbunden, das heißt einfach nur Freunde, Bekannte, Kollegen oder Ähnliches, in einer Gaststätte erscheinen und nicht sagen, dann will jeder auch für sich bezahlen. Sie müssen also genau umgekehrt zum Ausdruck bringen, dass Sie gemeinsame Kasse machen wollen. Dafür genügt es etwa, dass Sie sagen, ja, schreiben Sie alles auf einen gemeinsamen Deckel oder ja, wir zahlen alles zusammen, wir sind hier zusammen da. Ansonsten ist das übliche Verständnis, wenn man in einer Gaststätte zusammensitzt, dass jeder nur seine konsumierten Getränke zahlt und man nicht das Ganze teilt auf alle anderen. Nur nochmal zur Kontrollfrage. Liegt in diesem Fall überhaupt eine Schuldnermehrheit vor? Einer fragt nämlich, wieso? Es hat doch jeder einen eigenen Vertrag. Das ist doch alles komplett unabhängig voneinander. Was meinen Sie? Bezüglich des Tisches, aber nicht der Getränke. Für den Tisch zahlt man in Deutschland üblicherweise nicht. Es gibt normalerweise keine Gebühr dafür, dass Sie einen Tisch benutzen. Sie zahlen ausschließlich für den Konsum. Das heißt, Sie zahlen ausschließlich dafür, dass jemand da auch was trinken darf oder isst. Wenn Sie sich also nur an einem Tisch sitzen, werden Sie irgendwann rausgeworfen, aber Sie müssen kein Geld dafür bezahlen, dass Sie da sind. Ja, also in der Tat, es ist nicht komplett voneinander getrennt. Man will üblicherweise eine gemeinsame Bedienung am Tisch haben und daher liegt schon eine Teilschuld vor. Es ist eine teilbare Leistung, denn der Betrag lässt sich ja auf mehrere Leute aufteilen und jeder will auch nur für seinen Teil der Leistung bezahlen. Da zu der Leistung nicht nur gehört, dass Sie eine Flasche kaufen, sondern auch die Bedienung on Platz und die Nutzung des Stuhls, dass Sie sozusagen eine Flatrate zahlen, kann es sein, dass sozusagen einer für den anderen mitbezahlt, wenn der andere etwa gar nichts trinkt oder wie so Kinder manchmal einen Räuberteller kriegt und nur das isst, was der andere an Resten überlässt. Jetzt kommt noch der Einwand, naja, man legt doch oft zusammen und zahlt dann alles auf einmal. Oder ist die Gesamtschuld nicht der Regelfall? In der Tat, nach 427 BGB gilt, wenn nichts anderes erkennbar ist, gilt im Zweifel Gesamtschuld. Trotzdem müssen Sie in jedem Fall prüfen, wie konnte man das Verhalten verstehen. Und nur dann, wenn es Zweifel gibt, können Sie auf die Vermutung zurückgreifen. Das heißt, nur weil etwas der Regelfall ist, heißt es nicht, dass es nicht auch Ausnahmen geben kann. Und gerade bei gemeinsamem Verzehr von Speisen und Getränken ist es so, dass man normalerweise davon ausgeht, dass hier nicht einer für alles haften will, sondern dass das quotal aufgeteilt werden soll. Ist das arme Restaurant nicht schutzwürdig? Naja, wenn Sie alleine essen gehen und schnell abhauen, ist das Restaurant genauso geschädigt. Das heißt, allein der Umstand, dass man an einem Tisch sitzt,
macht das Restaurant nicht schutzwürdiger, als wenn sie mit mehreren Leuten da sind. Das heißt, die Gefahr ist nicht höher, wenn sie zu 10 da sind, sondern die Gefahr ist exakt die gleiche, als wenn 10 unbekannte Leute an 10 verschiedenen Tischen sitzen, von denen 9 die Zeche prellen und verschwinden. Dann, wenn klar zu erkennen ist, dass der Opa für Sie zahlen will und der Opa dann verschwindet, müssen Sie dann die Rechnung zahlen? Wie ist das denn, wenn Sie in der Tat vereinbaren, Opa zahlt alles und Opa dann einfach verschwindet? Wer zahlt dann? Wenn Sie nicht aufgehalten werden, dann ist das Problem des Wirtes. Also wenn Sie am Tisch sitzen und einer geht und keiner im Restaurant hält ihn auf, dass er verschwindet, dann ist das nicht Ihr Problem, sondern das Problem des Restaurants. Es gibt keine Pflicht, die Mitgäste zu überwachen. Das ist alles die Aufgabe des Wirts. Wenn der also nicht vorher fragt, zahlen Sie für den, dann ist das sein Risiko. Wenn man jemanden gehen lässt, dann hat man Pech gehabt. In der Tat, wenn Ihr Opa verschwindet, dann muss immer noch der Opa bezahlen, weil der hat ja ausdrücklich erklärt, dass er zahlen will. Und auch hier hat der Kellner bzw. der Wirt sich darauf eingelassen, dass Sie nicht sein Schuldner werden sollen. Das heißt, hier haben wir noch nicht mal eine Teilschuld, weil der Opa gesagt hat, er zahlt alleine. Das heißt, der Schuldner der Zahlungspflicht war ausschließlich der Opa. Und in Bezug auf Sie liegt ein Vertrag zugunsten Dritter vor. Das heißt, der Opa hat gesagt, bitte gib meinem Enkel oder meiner Enkelin etwas Leckeres zu essen. Ich bezahle dafür. Das heißt, Sie kriegen einen Anspruch auf die Leistung, auf das Essen oder Trinken, während der Opa als alleiniger Schuldner für die Gegenleistung gerade steht. Das heißt, Sie sind fein raus, wenn Ihr Opa das sagt. Wenn Ihr Opa verschwindet, können Sie dem Wirt sagen, wir haben keinen Vertrag, dein Schuldner ist der Opa, geh ihn mal schön suchen. Gut. Der Diskussionsraum, den sehen Sie unten, wenn Sie auf Fragen drücken. Das heißt, wenn Sie auf Chat drücken statt auf Fragen, dann können Sie da mitdiskutieren. Während wenn Sie auf Fragen drücken, dann sollen Sie da fragen. Sie haben ja nur 2 Knöpfe. F und A für Fragen und Antworten und Chat, um zu chatten. Im Chat können Sie da mitdiskutieren, während in den Fragen und Antworten nur ich Ihre Frage sehe und darauf antworten kann. Frage: Müssen Sie dem Kellner die Adressdaten Ihres Opas geben? Grundsätzlich sind Sie nach 242 zu Treu und Glauben verpflichtet und dürfen dem keine Hindernisse in den Weg legen. Das heißt, grundsätzlich ist es schon sinnvoll, dass Sie ihm die mitteilen. Aber wie gesagt, das müsste er erstmal durchsetzen. Da müsste er erstmal jemanden finden, der Sie dazu zwingt. Wenn Sie es nicht freiwillig machen, wird das sehr schwierig. Muss Ihr Opa das gegenüber dem Kellner erklären oder nur Ihnen gegenüber? Wenn er das nur Ihnen gegenüber erklärt, haben wir eine sogenannte Erfüllungsübernahme. Das heißt, der Opa hat sich verpflichtet, Ihre Schulden gegenüber dem Gastwirt zu übernehmen. Das hat aber keine Befreiung zur Folge, sondern bedeutet nur, dass der Gastwirt, wenn er Geld von Ihnen verlangt, von Ihnen an den Opa verwiesen werden kann. Wenn also der Opa nur Ihnen sagt, ich zahle deine Schulden, haben wir 329 BGB und darauf können Sie sich gegenüber dem Gastwirt nicht berufen, sondern nur gegenüber Opa und Sie müssten dann trotzdem in Vorkasse treten. Es geht nicht um einen Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, weil Sie haben ja hier als Kunde des der Kneipe im Normalfall einen eigenen Vertrag. Wenn der Opa für Sie einen Vertrag geschlossen hat, ist es ein Vertrag zugunsten Dritter, weil Sie kriegen ja auch was zu essen und zu trinken. Das heißt, es geht nicht um die Schutzwirkung, sondern es geht hier um eine echte Leistung. Gut, genug von diesem Kneipenfall. Ich will Ihnen da nochmal zusammenfassen.
Erstens, Sie haben, wenn Sie in die Kneipe gehen, einen Fall einer Mehrheit von Schuldnern für die Zahlung. Schlicht deshalb, weil Sie auch gemeinsam einen Teil der Leistung kriegen. Sie kriegen gemeinsam eine Bedienung. Sie kriegen gemeinsam einen Sitzplatz. Sie kriegen gemeinsam die schöne Aussicht. Und all das wird in die Preise der Speis und Getränke eingerechnet. Allerdings haften für diese Speisen und Getränke jeder nur in Höhe seines Teils. Das heißt, Sie haften nicht für die fremden Leistungen. Sie müssen nicht die Getränke Ihrer Mitteilnehmer zahlen. Denn nach der Verkehrsauffassung erklären Sie, ich will nur für meine eigenen Speisen und Getränke zahlen und nicht für die der anderen. Außer aus den Umständen ergibt sich etwas anderes. Das kann ausdrücklich geschehen. Wenn der Opa sagt, ich zahle für alle, dann wird nur der Opa Schuldner. Oder wenn klar ist, hier kommt ein Ehepaar und die beiden sind so eng miteinander verbunden, dass jeder auch für den anderen mitzahlen will. Das kann man im Einzelfall haben. Ausdrücklich möglich ist auch, wir führen einen gemeinsamen Deckel oder wir wollen eine gemeinsame Rechnung. Wenn Sie aber nichts sagen, gilt selbst dann, wenn der Kellner einfach nur so einen gemeinsamen Deckel anlegt, dass eine Teilschuld vorliegt und Sie müssen nicht die fremden Schulden bezahlen. Es kann nicht einseitig vom Restaurant eine Gesamtschuld angeordnet werden, sondern Sie müssen dem zustimmen. Gut, das war unser Thema Gesamtschuld. Kann ein Restaurant verlangen, dass man zusammenzahlt? Ja, wenn Sie vor der Bestellung gefragt werden, wollen Sie zusammenzahlen? Und wenn Sie dann sagen, ja, dann müssen Sie auch zusammenzahlen. Wenn das Restaurant sagt, wenn Sie einzeln zahlen wollen, bedienen wir Sie nicht, dann ist das auch das gute Recht des Restaurants. Es hat keine Pflicht, individuelle Verträge abzuschließen. Das kann man also machen. Gelten die Gäste am Tisch auch als Teilgläubiger? Das ist eine sehr gute Frage. Würden Sie sagen, für die Bedienung, die da kommt, mit einem Tablett mit 4 Bier oder von mir aus ein Radler und 3 Bier oder ein Radler, ein Mineralwasser und 2 Bier, ist das ein Fall der Gesamtgläubigerschaft? Das heißt, die Bedienung kann einfach alle Getränke vor eine Person stellen und sagen, verteilt das irgendwie? Oder ist das ein Fall der Teilgläubigerschaft, wo jeder genau sein Getränk kriegen muss? Oder ist das ein Fall der gemeinschaftlichen Gläubigerschaft, wo einfach die Getränke in die Mitte des Tisches gestellt werden und gesagt wird, verteilt das ruhig untereinander? Was würden Sie sagen, ist das wohl? Ja, also keiner von Ihnen behauptet, es ist Gesamtgläubigerschaft. Das heißt, man kann nicht sagen, alle Biere werden vor den Ältesten gestellt und der kann dann gucken, was er damit macht. Dann ist nur noch die Frage, ist es Teilgläubigerschaft oder Mitgläubigerschaft? Und in der Tat wird hier Teilgläubigerschaft angenommen. Man sagt also, es soll nicht einfach in die Mitte des Tisches gestellt werden und es wird selber verteilt, sondern jeder soll nur sein Getränk kriegen und das Ganze dann auch selber konsumieren. Allein schon im Hinblick auf Hygieneverhältnisse, denn das soll eben nicht hier untereinander angegrapscht werden. Daher wird das Ganze eben so zugewiesen. Jeder kriegt nur sein Bier. Ja, damit haben wir das auch erledigt. Dann noch die Frage, was ist bei einem gemeinsamen Konto? Bei gemeinsamen Konten haben wir zwei verschiedene Gestaltungen. Das eine ist das sogenannte Oder-Konto. Oder-Konto heißt, es kann entweder der eine oder der andere Zugriff verlangen. Das ist ein Konto, wo Sie zum Beispiel zwei EC-Karten haben
oder zwei Unterschriftsbefugte. Dann kann entweder Kontoinhaber 1 zur Bank gehen und die Zahlung verlangen oder Kontoinhaber 2 zur Bank gehen und die Zahlung verlangen. Oder beide zusammen. Das andere nennt man ein Und-Konto. Und Und-Konto heißt, es muss Kontoinhaber 1 zusammen mit Kontoinhaber 2 erscheinen. Das hat man ganz oft zum Beispiel in Anwaltskanzleien mit mehreren Partnern. Ich war zum Beispiel mal in einer Kanzlei, in einer kleinen Kanzlei, und da, die ist entstanden durch die Aufspaltung einer größeren Kanzlei. Früher gab es 2 Partner, die haben sich zerstritten und jeder hat seine eigene Kanzlei aufgemacht. Und die führten für die Kanzlei, die sie früher gemeinsam hatten, ein Und-Konto. Und nachdem sie sich zerstritten hatten, lagen nun auf diesem Und-Konto Gelder für Mandanten. Da hat jemand einen Prozess gewonnen und dann wurde 1 Million auf das Konto der gemeinsamen Kanzlei gezahlt. Dummerweise gingen die Mandanten nun entweder zu Anwalt A oder Anwalt B und der jeweils andere war dann beleidigt und sagte, ich will dir hier gar nichts gönnen, denn ich hasse dich. Und daraufhin verweigerte der die Unterschrift. Daraufhin kam der andere Anwalt nicht mehr an das Konto dran und konnte das Geld auch nicht an seinen Mandanten auszahlen. Das hat die beiden Anwälte immer sehr geärgert. Deshalb haben sie immer gegenseitig verklagt auf Abgabe der jeweiligen Unterschrift. Darauf gibt es auch einen Anspruch. Aber allein das Bestehen eines Anspruchs ersetzt die Unterschrift nicht. Das heißt, man muss dann die Zustimmung durch gerichtliches Urteil ersetzen. Das ist geregelt in § 894 ZBO. Und solange man diese Zustimmung nicht hat, kommt man an das Geld bei einem Und-Konto auch nicht dran. Ein Oder-Konto ist ein Fall der Gesamtgläubigerschaft. Jeder kann alleine verfügen, während ein Und-Konto ein Fall der gemeinschaftlichen Gläubigerschaft ist, also der Mitgläubigerschaft, und es müssen beide zusammenwirken. Wenn auch nur einer nicht mitwirkt, kommt keiner der beiden an das Geld heran. Was sind Anderkonten? Anderkonten sind Konten, die zugunsten von Mandanten geführt werden. Das hat also erstmal nur die Bedeutung, dass es Fremdgelder sind. Das ist eine sogenannte Treuhand und Sie müssen dieses Geld eben nicht wie eigenes behandeln, sondern fremdes. Was sehr wichtig ist, zum Beispiel, wenn der Anwalt zu arm ist, seine Miete zu zahlen, dann darf dieses Anderkonto nicht gepfändet werden, denn das ist nicht sein Geld, sondern nur Geld, was er für Mandanten hat. Das hat damit nichts zu tun. Nur noch mal zu unserem Restaurantfall zurück. Was passiert, wenn die Bestellungen gesammelt werden, also einfach nur 10 Bier bestellt werden und nicht gesagt wird, ein Bier für mich und jeder sagt, für mich bitte ein Bier, sondern einfach gesagt wird, 10 Bier. Und wenn Sie sich den Alltag vorstellen, ist das nicht unüblich, dass in einer Gaststätte eben nicht jeder für sich bestellt, sondern bei der dritten Runde gesagt wird, ja, nochmal eine Runde für alle. Muss dann derjenige, der gesagt hat, eine Runde für alle, alles bezahlen? Oder müssen dann für diese Runde sogar alle bezahlen, weil nicht klar ist, wer hier was bekommen soll? Auch hier wieder 133, 157. Was meinen Sie? Ist das so, wenn einer sagt, ja, nochmal eine Runde für alle, dass der dann diese Runde auch bezahlen muss? Also nicht fürs ganze Lokal, sondern für alle, die am Tisch sitzen. Nochmal 4 Bier bitte. Sie als Kenner der deutschen Gaststättenkultur, wie würden Sie das verstehen? Wo werden die Biere hinterher aufgeschrieben, wenn auf Deckeln aufgeschrieben wird, nach dieser Bestellung? Ja, wir sehen, hier wird sehr kontrovers diskutiert.
einige von Ihnen meinen, ja, soll doch im Zweifel jeder sein eigenes Bier bezahlen. Das ist doch der Normalfall. Das ist das, was man erwarten kann. Und das soll nur ersparen, dass jeder halt nochmal einzeln sagt, für mich auch, für mich auch, für mich auch. Stattdessen wird das einmal gesagt. Andere sagen, wenn ich sage, nochmal 4 Bier, dann wird das auf die einzelnen Deckel aufgeschrieben. Wenn ich dagegen sage, nochmal eine Runde, dann habe ich Pech gehabt, dann muss ich es bezahlen. Und daher in der Tat ist die Frage, bedeutet eine Runde für alle, ist das schlicht die Aussage, jeder kriegt nochmal ein Bier auf seine Rechnung und ich vermittle das nur als Stellvertreter für die anderen? Oder ist das vielmehr die Aussage, ich will hier einen Vertrag zugunsten der anderen schließen und mit denen oder für die bezahlen und die kriegen ein Bier, ich bezahle dafür. Auch da gilt wieder 133, zunächst mal der wirkliche Wille, der nützt uns aber nichts, weil maßgeblich nach 157 die Wahrnehmung durch einen objektiven Dritten in der Person des Empfängers ist. Das heißt, wir müssen uns fragen, wie ein normaler Kellner diese Aussage versteht in einer solchen Gaststätte. Und üblicherweise ist das in der Tat nur die Erleichterung, dass man also nur sagt, statt jeder meldet sich und sagt, ich möchte ein Bier, dass man sagt, okay, in der Summe 4 Bier. Und statt in der Summe 4 Bier kann man auch sagen, einfach nochmal eine Runde. Man muss schon sehr viel deutlicher machen, dass man selber die Runde bezahlen will. Das heißt irgendwie sowas, ich gebe mal eine Runde aus oder eine Runde auf meine Deckel oder eine Runde auf meine Kosten. Im Zweifel würden auch die Bier in der neuen Runde auf die einzelnen Deckel verteilt. Das ist also die Entscheidung des Wirts. Gut, gibt es arme Anwälte? Ja, es gibt sehr arme Anwälte, nämlich solche, die langweilige Jobs machen müssen, zum Beispiel Pflichtverteidiger, ganz dramatisch im Strafrecht, wo sie immer nur Leute haben, die sich keinen Anwalt leisten können und die im Zweifel auch schuldig sind und sagen, ich bin ein böser Mensch, aber das ist mein Charakter. Gut, das wollen wir aber nicht im Detail machen. Wir haben dann gesprochen über die Problematik der unechten Gesamtschuld. Und wir haben gesehen, es gibt Fälle, wo die Voraussetzungen des 421 auf den ersten Blick erfüllt sind. Zwei Personen haften auf das gleiche Interesse. Das heißt, beide schulden Ersatz eines Schadens zum Beispiel. Das ist der Fall zum Beispiel im Verhältnis von Bürge und Hauptschuldner. Allerdings soll im Innenverhältnis ausschließlich der Hauptschuldner haften. Der Bürge ist nur eine Ausfallposition. Der haftet nur akzessorisch zu dieser Schuld und deshalb ist das keine Gesamtschuld. Dasselbe haben wir gesehen, ist auch bei diesen komplizierten Fällen, wenn Sie besondere Bauwerke zerstören. Wenn Sie den Passauer Dom zerstören würden, würde die Stadt Passau oder der Freistaat Bayern, so im Detail weiß ich es gerade nicht, für den Wiederaufbau bezahlen müssen, weil es gibt da Verträge zwischen der Kirche und dem jeweiligen Hoheitsträger, dass man da für die Instandhaltung bestimmte Zahlungen leisten muss. Trotzdem würden Sie als Terrorist natürlich vorrangig haften. Das heißt, der andere soll nur sicherstellen, dass dieses Kulturgut, dieses wichtige Gut erhalten bleibt. Für solche Fälle haben wir bislang nur wenige Regelungen und eine Regelung, die man zu kennen muss, ist 255 BGB. Das betrifft zum Beispiel den Fall, dass Sie ein Auto an der Straße stehen lassen und den Schlüssel stecken lassen und das dummerweise nicht Ihr Auto war, sondern ein geliehenes Auto. Wenn das Auto dann gestohlen wird, haften Sie dem Verleiher auf Schadensersatz in Höhe des Wertes des Autos, was nicht mehr auftreibbar ist.
Allerdings können Sie nach 255 verlangen, dass derjenige, dessen Auto da gestohlen wird, Ihnen die Ansprüche gegen den Dieb auf Herausgabe abtritt. Das heißt, dass Sie als Ausgleich dafür einen möglichen Anspruch bekommen, dass das Auto zurückbekommt. In der Tat, das wäre der Fall der Sachentziehung. Das heißt, das ist der Fall, dass Sie dann auf Schadensersatz wegen Verlust der Sache haften. Gut, das ist aber ein Problem, was wir noch im Detail im vierten Semester im Rahmen der gesetzlichen Schuldverhältnisse behandeln werden. Jetzt machen wir weiter mit der Gesamtschuld. Und wir haben zuletzt uns beschäftigt mit den beiden Varianten des Innenregresses. Wir haben eben schon mal kurz 426 Absatz 1 Satz 1 erwähnt. Das ist ein eigener Anspruch und dieser Anspruch entsteht gleichzeitig mit der Gesamtschuld selbst. Der Anspruch ist gerichtet zunächst mal darauf, dass jeder im Innenverhältnis an der Erfüllung mitwirkt und im Zweifel seinen Teil schon unmittelbar freiwillig im Voraus erbringt. In dem Moment, wo einer geleistet hat, wandelt sich der Anspruch um in einen Anspruch auf Ausgleich im Innenverhältnis. Das heißt, ich kriege dann von den anderen anteilig den Teil, der auf sie entfallen wäre. Demgegenüber ist 426 Absatz 2 BGB keine Anspruchsgrundlage, sondern 426 Absatz 2 bewirkt nur, dass der Anspruch, der ursprünglich gegen alle war, nun übertragen wird auf denjenigen, der geleistet hat. Das heißt, der alte Gläubiger wird ersetzt durch den zahlenden Gesamtschuldner. Und dieser Gesamtschuldner kann dann diesen Anspruch gegen die anderen geltend machen. Wenn also zum Beispiel A, B und C als Gesamtschuldner einen Kaufpreis von 100.000 Euro schulden, dann hatte ursprünglich der Verkäufer V gegen A, B und C einen Anspruch aus 433 Absatz 2. Wenn jetzt der A zahlt, dann hat der V keinen Anspruch mehr, denn sein Anspruch ist nach 362 Absatz 1 durch Erfüllung erloschen. Aber der Anspruch, der ursprünglich im V-Zustand, ist nun auf A übergegangen. Das heißt, A hat nun einen Anspruch aus 433 Absatz 2 und der Anspruch ist nur erloschen in Höhe des Teils, der auf A entfallen wäre. Das heißt, im Zweifel in Höhe von einem Drittel. Daher hat A einen Anspruch aus 433 Absatz 2 in Verbindung mit 426 Absatz 2 gegen B und einen Anspruch aus 426 Absatz 2 in Verbindung mit 433 Absatz 2 gegen C. Er hat also ganz normal den Kaufpreisanspruch und kann diesen Anspruch gegen seine Gesamtschuldkollegen geltend machen. Warum gibt es das? Ganz einfach, weil möglicherweise dieser Anspruch aus 426 weil möglicherweise Anspruch aus 433.2 längere Verjährung hat oder der Anspruch aus 433.2 möglicherweise hier gehemmt ist oder es Sicherungsmittel gibt. Wir haben schon kennengelernt, es gibt Bürgschaften, es kann aber auch zum Beispiel Hypotheken oder Pfandrechte geben, wo jemand gesagt hat, mein Grundstück oder mein Diamantring soll verwertet werden, wenn ich nicht bezahle. Und diese Rechte gehen nach 426 Absatz 2 auch mit über auf denjenigen, der zahlt, sodass es sich lohnen kann, der Erste zu sein, der zahlt. Merken Sie sich also unbedingt, 426.1 und 426.2 sind zwei verschiedene Regelungen. 426.1 ist eine Anspruchsgrundlage, 426.2 ist nur eine Hilfsnorm, die einen Übergang des Anspruchs bewirkt.
In Klausuren müssen Sie also immer erst einen Anspruch aus 426.1.1 prüfen und dann einen Anspruch aus dem ursprünglichen erfüllten Gesamtschuldanspruch in Verbindung mit 426.2, also zum Beispiel 433.2 in Verbindung mit 426.2. Jetzt kommen wir zu einem düsteren und besonders schwierigen Kapitel, nämlich zur gestörten Gesamtschuld. Die gestörte Gesamtschuld heißt deshalb gestörte Gesamtschuld, weil sie keine Gesamtschuld ist, aber man normalerweise eine Gesamtschuld haben müsste. Die gestörte Gesamtschuld entsteht ausschließlich bei Schadensersatzansprüchen. Sie entsteht also nicht bei Ansprüchen auf Kaufpreiszahlung oder Ansprüchen auf Übergabe und Übereignung. Voraussetzung ist, dass wir einen Schadensanspruch haben, wo mehrere Schädiger grundsätzlich nebeneinander haften würden. Das heißt, zum Beispiel ein Autounfall, wo der Fahrer des einen Autos schuld war und der Fahrer des anderen Autos schuld war. Aber einer der beiden Beteiligten ist privilegiert, und zwar entweder durch eine vertragliche Vereinbarung oder durch eine gesetzliche Regelung. Wie kann eine solche vertragliche Regelung aussehen? Zum Beispiel, ich hafte für nichts. Sie können also einen Haftungsausschluss vereinbaren und der Haftungsausschluss bewirkt erstmal nur, dass Sie dann von der Haftung befreit sind. Gibt es aber noch einen anderen Schädiger, haben wir dann ein Problem, weil Sie nicht haften, würde der alleine den Schaden tragen. Und das kann zu extremen Konstellationen führen. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen Ihren besten Freund mit dem Auto mit. Weil Sie aber wissen, dass Sie ein schlechter Fahrer sind, schließen Sie vorher einen schriftlichen Vertrag und da schreiben Sie rein, ich als Fahrer hafte ausschließlich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dann fahren Sie, wie Sie immer fahren und hart an der Grenze, bisschen unvorsichtig, es kommt zur Karambolage mit dem Auto des X. Der X hat ein gewisses Verschulden an dem Unfall. Er hat nämlich geschlafen an der Ampel und hat übersehen, dass die schon grün war. Das hätte er eigentlich sehen müssen, hat dadurch den Verkehr etwas aufgehalten und das war böse. Sie haben aber mit Ihrem Freund gequatscht und sind deshalb mit vollem Karacho da reingefahren. Und Ihr Freund hat sich dadurch den Kopf aufgeschlagen. Und es blutet ganz furchtbar und er möchte jetzt Schadensersatz. Der Sachverständige sagt, das Verschulden desjenigen, der bei der grünen Ampel nicht losgefahren ist, liegt bei 1%. Das Verschulden von Ihnen, der gequatscht hat und nicht gesehen hat, dass ein Auto vor ihm steht an der grünen Ampel, liegt bei 99%. Da aber Sie die tolle Vereinbarung haben, haften Sie nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Und grobe Fahrlässigkeit ist das noch nicht, denn das ist noch ein Verhalten, was beim Autofahren vorstellbar ist und nicht so ist, dass der Dümmste das vermeiden würde. Daher ist hier in dem Fall der Haftungsausschluss anzuwenden und damit sind Sie aus der Haftung raus. Ihr Kumpel könnte dann den kompletten Schadensersatz von dem X verlangen, der aber sagt, ich bin doch nur 1% schuld. Das ist die Variante der vertraglichen Haftungsprivilegierung. Wir haben aber noch andere Privilegierungen, von denen wir einige schon kennengelernt haben. Zunächst mal § 1359 BGB. Die Privilegierung unter Eheleuten. Das ist die Idee, wenn Sie jemanden heiraten, der per se ein Chaot ist und alle seine Sachen schlampig behandelt, wo alle
Blätter Eselsohren haben und auf jedem Dokument mindestens ein Kaffee- oder Fettfleck ist, dann können Sie von dem nicht mehr verlangen, als er vorher gemacht hat. Deshalb haftet man unter Eheleuten nur für die eigenübliche Sorgfalt. Ebenso Eltern und Kinder. Kinder können von ihren Eltern nicht verlangen, dass die sorgfältiger sind als in eigenen Angelegenheiten. Wenn die Eltern schon selber ihre Steuererklärung nicht rechtzeitig abgeben, kann man als Kind nicht erwarten, dass irgendwelche Erklärungen gegenüber der Schule rechtzeitig unterschrieben werden. Schlampige Menschen sind halt schlampig. Ausnahme hier wieder 277. Die grobe Fahrlässigkeit kann man nicht vermeiden. Das heißt, auch da gilt, grobe Fahrlässigkeit ist die Untergrenze. Weitere Haftungsprivilegierungen haben wir in Gesellschaften bürgerlichen Rechts. Wenn Sie sich mit drei Freunden zusammentun, um gemeinsam in Urlaub zu fahren oder eine WG, eine Wohngemeinschaft gründen, dann bilden Sie eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts und Sie können dann nach 708 von den Leuten wieder nicht verlangen, dass sie sorgfältiger in dieser Gemeinschaft sind, als sie in eigenen Angelegenheiten sind. Auch da, wer sich mit Chaoten zusammentut, kann nicht verlangen, dass die auf einmal ordentlich werden. 708 BGB in der Gesellschaft, Haftung nur für die eigenübliche Sorgfalt. Schwieriger ist das, was oben in der ersten Zeile steht. Neben der vertraglichen Vereinbarung haben wir nämlich auch Haftungsprivilegierungen für unentgeltliche Geschäfte. Und Sie erinnern sich, 521 BGB für die Schenkung, 599 BGB für die Leihe und 690 BGB für die unentgeltliche Verwahrung. Wenn ich Ihnen etwas schenke, können Sie nicht verlangen, dass ich da für jede im Verkehr erforderliche Sorgfalt hafte, sondern ich hafte nur für grobe Fahrlässigkeit. Wenn ich Ihnen etwas leihe und dafür kein Geld bekomme, können Sie von mir nicht verlangen, dass ich da auf alle Mängel hinweise, geschweige denn Mängel vorher beseitige. Auch da wieder Haftungsprivilegierung für grobe Fahrlässigkeit. Und wenn ich für Sie auf Ihre Katze, Ihre Jacke oder ähnliche Sachen aufpasse, hafte ich nur für die eigenübliche Sorgfalt. Ich muss Ihre Katze nicht besser behandeln als meine eigene, außer ich gehe grob fahrlässig mit meiner eigenen Katze um. Der Grund, warum diese Fälle problematisch sind, ist, dass diese der vertraglichen Vereinbarung sehr ähnlich sind. Denn wenn das Gesetz hier nicht anordnen würde, dass man nur für besonders schweres Verschulden haftet, würde man das im Zweifel auch ausdrücklich vereinbaren. Denn wenn Sie nichts dafür bekommen, wollen Sie im Zweifel auch nicht so streng haften. Der Nächste, der das Thema YouTube anspricht, der kriegt wirklich Ärger. Ich mache die Vorlesung jetzt nicht live auf YouTube, weil ich das so lustig finde oder weil ich irgendwie Ärger mit YouTube habe, sondern weil YouTube mir ausdrücklich hier verboten hat, Videos hochzuladen, weil meine Kapazität erschöpft ist und ich zu viele Videos live gestreamt habe in letzter Zeit und ich daher als Missbrauchsfall auf der schwarzen Liste stehe. Das heißt, selbst wenn ich mich auf den Kopf stellen würde und tanzen, würde ich nicht in der Lage sein, die Vorlesung heute Nachmittag live bei YouTube zu streamen, weil YouTube sagt, ich bin hier nicht Influencer, ich bin hier kein cooler Typ, der Videostreaming betreibt von Spielen, sondern ich mache Vorlesungen und das soll man nicht zu viel machen. Gut. Die Haftungsprivilegierung der Schenkung gilt nur für die Erfüllung. In der Tat, es gilt nicht für die Rücksichtnahmepflichten im Sinne von 241.2. Das heißt, es gilt nur für den Fall, dass Sie eine Sache schenken, die sich als gefährlich herausstellt. Das kann zum Beispiel sein, wenn Sie jemandem einen Toaster schenken, dem aber nicht sagen, dass das Kabel im Toaster locker ist und daraufhin dann der Toaster explodiert und die Wohnung abbrennt.
Ich habe mal eine Examensklausur korrigiert. Da ging es um den Fall, jemand hat sein Haus renovieren wollen und hat sich dazu bei einem Bekannten ein Fließband geliehen. Und dieses Fließband sollte dann die Sachen aufs Dach hochtransportieren, also so Ziegelstein und Ähnliches. Und auf diesem Fließband musste man die Sachen immer festbinden mit einer bestimmten Schnalle. Der Verleiher hat ihm das aber nicht erklärt und so hatte die Sache nicht richtig festgemacht und es fielen dann 100 Ziegelsteine runter auf die Ehefrau, die beim Renovieren geholfen hat. Und die Ehefrau wurde unter einem Berg von Ziegelsteinen begraben und kam ins Krankenhaus und hatte da enorme Schmerzen und Behandlungskosten und alles Mögliche. Und die Frage war, haftet der Verleiher dafür? Und der Verleiher haftet, wie gesagt, nur für grobe Fahrlässigkeit. Und da sagt man, naja, diese umfassende Aufklärung war im Zweifel nicht geschuldet, weil es eben nichts gekostet hat. Da kann man auch keine detaillierte Einweisung verlangen, sondern man muss sich da auch im Zweifel erstmal selber mit befassen als Entleiher. Gut. Das sind die Fälle der Haftungsprivilegierung. Und diese Haftungsprivilegierungen führen dazu, dass einer der möglichen Schuldner aus der Haftung rausfällt. Das ist relativ schlecht für den Schuldner, der dann übrig bleibt. Und dazu gibt es einen ganz berühmten Fall, den wir auch wieder im vierten Semester näher behandeln werden. Deshalb steht da oben Ausblick. Und das ist der sogenannte Rutschenfall. Sie alle kennen Spielplätze und auf Spielplätzen gibt es tolle Sachen. Es gibt Klettergerüste, es gibt Karussells und es gibt Schaukeln. Es gibt dort aber auch Rutschen. Und vor vielen Jahren, das war noch vor meiner Zeit, haben die Städte gesagt, ja, damit da nicht so viel Sand ist und so, machen wir vor der Rutsche eine schöne glatte Betonfläche. Und diese Betonflächen sind deshalb gut, weil sie pflegeleicht sind. Man kann mit einem Besen drüber kehren und dann ist der ganze Schmutz wieder weg. Und die Eltern gehen mit ihren Kindern auf solche Spielplätze und die Kinder spielen da und die klettern auf die Rutsche und rutschen da runter. Nun passiert es aber ab und zu mal, dass schlimme Dinge passieren. Nämlich Kinder rutschen nicht etwa so, wie sie rutschen sollen, gerade sitzend, Rücken gestreckt und Beine nach vorne, sondern sie rutschen rückwärts, sie rutschen im Liegen und sie rutschen kreuz und quer. Damit sie da sich nicht verletzen, haben sie Eltern, die normalerweise darauf achten müssen, dass die Kinder da keine Verletzungen davontragen und sich richtig auf der Rutsche verhalten. In dem berühmten Rutschenfall war es aber so, dass hier ein Dreijähriger auf dem Spielplatz mit seinem Vater war und der Vater war abgelenkt. Der hat sich also nicht mit seinem Kind befasst, sondern mit irgendjemand anderem unterhalten und das Kind rutschte mit Schwung auf dem Bauch, mit dem Kopf vorweg auf den Betonboden und hatte dann irgendwie eine schwere Hirnschädigung. Und nun wollten die Eltern als gesetzliche Vertreter des Kindes von der Stadt als diejenige, die den Spielplatz errichtet hat, Schadensersatz für die Folgen dieser Behinderung. Und die Stadt sagte, Moment mal, vernünftige Eltern hätten doch auf ihr Kind aufgepasst. Das ist doch nicht unser Problem. Hier, das Kind hat Pech gehabt. Die Eltern haben dann gesagt, guckt mal ins Gesetz. Es gilt nämlich hier Paragraph 1664. Wir haften nur für unsere eigenübliche Sorgfalt und wir sind nun mal so, dass wir unserem Kind vertrauen und daher stehen wir nicht ein, wenn das Kind sich hier verletzt. Daraufhin hat dann die Stadt gesagt, das ist schlecht und wir hatten das Problem, dass die Stadt dann den vollen Schaden alleine zahlen sollte, obwohl die Eltern durchaus eine erhebliche Mitschuld hatten. Für diese Konstellation
werden insgesamt drei verschiedene Lösungen vertreten. Die einfachste Lösung ist die Lösung, die nach dem Gesetz naheliegt. Die Eltern haften nicht, denn die Eltern haben ja nichts falsch gemacht. Nach 1664 mussten sie nur die eigenübliche Sorgfalt anwenden. Das haben sie hier gemacht. Grob fahrlässig war das noch nicht. Also haben sie hier ihre Pflichten erfüllt. Damit sind sie nicht zum Schadensersatz verpflichtet und die Stadt haftet alleine und unbeschränkt. Die zweite Lösung ist, wir lösen es zu Lasten desjenigen, der eigentlich privilegiert ist. Und zwar, das Kind hat nur einen Anspruch gegen die Stadt, aber die Stadt kann sich dann nach 426 Absatz 1 analog das Geld wiederholen bei den Eltern, soweit die Eltern ein Verschulden trafen. Das heißt, im Außenverhältnis gegenüber dem Kind sind die Eltern privilegiert, aber im Innenverhältnis zur Stadt greift die Privilegierung nicht, weil die Stadt nichts dafür kann, dass es die Eltern waren und nicht irgendjemand anderes, sagen wir eine Kindergärtnerin oder ähnliches, die nicht privilegiert werden. Die dritte Lösung ist, man sagt, letztendlich ist der Geschädigte der Leidtragende und der Geschädigte ist deshalb der Leidtragende, weil er entweder dann, wenn die Eltern an die Stadt zahlen, das Geld wieder an die Eltern zurückzahlen muss, das heißt ein Regresszirkel auftritt, oder weil von vornherein das Kind keinen vollen Schadensersatz kommt, sondern der Anspruch des Kindes gemindert wird. Diese drei Lösungen sind denkbar und in der Literatur werden auch alle drei Lösungen für verschiedene Fälle diskutiert. Wir haben gesehen, es gibt ganz verschiedene Konstellationen, wo das auftreten kann. Und die Lösung, welchen der drei Wege Sie nehmen, hängt davon ab, welche der drei Konstellationen vorliegt. In den Fällen, wo eine Privilegierung ausschließlich denjenigen schützen soll, der hier nicht in die Haftung kommt, also zum Beispiel bei der Familie, soll 1664 sicherstellen, dass sich Eltern und Kinder nicht zerzanken übers Geld, dann muss das zu Lasten des Nichtprivilegierten gelöst werden. Dann ist der einzige Weg, dass die Stadt alleine haftet. Demgegenüber, wenn sie selber schuld sind als Opfer, dass eine Haftungsprivilegierung eintritt, das heißt in den Fällen, wo sie eine Haftungsbeschränkung vereinbart haben oder wo sie nicht eine Gegenleistung erbringen wollten, das heißt, sie haben geliehen statt zu mieten oder sie haben sich was schenken lassen statt es zu kaufen oder sie haben was unentgeltlich verwahren lassen statt es eine entgeltliche Verwahrung zu geben, da sind sie selber schuld und weil sie selber schuld sind, bedeutet das, dass die Lösung zu ihren Lasten erfolgt und zwar überwiegend dadurch, dass man sagt, Sie kriegen auch von dem Nicht-Privilegierten, das heißt von dem X in unserem Autofall, den Schadensersatz nur in geminderter Höhe. Und das wird begründet mit 254 Absatz 2 Satz 2, also der Zurechnung eines Mitverschuldens, in Verbindung mit 278 Satz 1, analog, nicht unmittelbar. So. Wie prüft man das Ganze in der Klausur? In der Klausur müssten Sie hier drei mögliche Ansprüche prüfen. Zunächst mal den Anspruch gegen den privilegierten Schädiger. Das heißt zum Beispiel die Eltern oder den Fahrer, mit dem Sie den Haftungsausschluss vereinbart haben. Und in diesem Zusammenhang müssen Sie auch diskutieren, ob die Privilegierung überhaupt Anwendung findet. Das ist nicht der Fall, wenn sie von vornherein nichtig ist oder wenn es gar keine Vereinbarung war, sondern so eine einseitige Erklärung oder in den Fällen, die wir eben gesehen haben,
wo es um Rücksichtnahmepflichten geht und gar nicht um die Leistung. Und die Rechtsprechung sagt auch, möglicherweise kann die Privilegierung im Straßenverkehr nicht gelten. Und das gilt für alle, wo es um eigenübliche Sorgfalt geht. Die Rechtsprechung sagt, eigenübliche Sorgfalt kann es im Straßenverkehr nicht geben. Im Straßenverkehr gibt es nur eine Sorgfalt, nämlich die richtige. Deshalb, wenn es auf die Privilegierung gar nicht ankommt, dann haben Sie hier schon direkt den Anspruch an den Privilegierten und Sie kommen nie zu einer gestörten Gesamtschuld. Nachdem Sie den Anspruch gegen den Privilegierten abgelehnt haben, weil es auf die Privilegierung ankommt, prüfen Sie als nächstes den Anspruch gegen den nicht privilegierten Schädiger. Das heißt in unserem Fall gegen die Stadt oder gegen den X, also den Autofahrer, der keine Vereinbarung geschlossen hat. Und in diesem Zusammenhang prüfen Sie dann, ob der Anspruch nicht zu mindern ist nach der gestörten Gesamtschuld. Das prüfen Sie nach dem Punkt Schaden, also da, wo man auch ein Mitverschulden prüfen würde. Und dazu differenzieren Sie danach, wer durch die Vereinbarung geschützt werden sollte. Bei Verträgen soll die Privilegierung ausschließlich Privilegierten schützen, nicht aber das Interesse des Geschädigten. Das heißt, der Geschädigte ist hier selber schuld, weil er diese Vereinbarung getroffen hat. Demgegenüber bei gesetzlichen Privilegierungen kommt es darauf an, welchen Zweck die Privilegierung hat. Bei den Privilegierungen im Familienrecht geht es darum, den Familienfrieden zu schützen. Nach Artikel 6.1 ist die Familie besonders schutzwürdig in Deutschland. Und zwar auch auf Kosten Dritter. Das heißt, selbst dann, wenn möglicherweise hier jemand anderes einen anderen Vorteil erleiden würde, einen anderen Nachteil erleiden würde, ist das ein vorrangiges Interesse. In der Praxis müssen Sie also da genau drauf achten und gucken, warum ist jemand privilegiert? Geht es ausschließlich darum, dass dessen Eigeninteressen geschützt werden, dass der Privilegierte selber nicht haften soll? Dann geht das Ganze zulasten des Opfers. Oder geht es darum, dass es hier höherrangige Interessen gibt, zum Beispiel den Schutz der Familie? Dann muss man damit leben, dass der Nichtprivilegierte den kompletten Schaden ersetzen muss. Und schließlich müssen Sie dann, wenn Sie den Anspruch gegen Privilegierten nicht gemindert haben, auch noch prüfen, ob ein Inregress analog 426 Absatz 1 Satz 1 möglich ist. Das heißt, Sie müssen sich fragen, ob über den Wortlaut hinaus 426 1 1 auch dann gilt, wenn zwar keine Gesamtschuld vorliegt, diese aber nur daran gescheitert ist, dass einer der Schuldner privilegiert ist. Gut, das wäre das Thema Mehrheit von Schuldnern und Gläubigern. In der Tat, hier kommt noch eine Frage zu dem Fall mit dem Fließband. Derjenige, der das Fließband geliehen hat, ist der Vertragspartner des Leihvertrages. Diejenigen, die helfen, sind natürlich nicht Vertragspartner. Das heißt, die Anspruchsgrundlage des Geschädigten gegen den Verleiher ist hier die Einbeziehung in die Schutzwirkungen des Leihverhältnisses. Das heißt, wir prüfen da, ob er wirksam in den Vertrag einbezogen ist mit Gläubigernähe, Leistungsnähe, Erkennbarkeit und Schutzbedürftigkeit. Muss man in den Fällen mit den zwei Schädigern alternative Kausalität und kumulative Kausalität unterschiedlich behandeln? Wir haben das Ganze schon besprochen, als wir über die haftungsausfüllende Kausalität geredet haben. Und wir haben gesehen, dass BGB sagt in 830 Absatz 1 Satz 2, dass alternative Kausalität so behandelt wird, dass jeder Schuldner für den vollen Schaden verantwortlich ist. Und kumulative Kausalität ist ungeregelt.
Für den Fall der Mittäterschaft haben wir kein Problem. Wenn es also einen gemeinsamen Tatplan gibt, haften ebenfalls beide voll. Ansonsten haben wir hier aber eine Regelungslücke und diese Regelungslücke ist zu schließen und da muss man verschiedene Unterfälle differenzieren, was wir aber hier nicht wiederholen müssen. Was bedeutet Privilegierung? Privilegierung bedeutet, man hat einen Vorteil, wenn man privilegiert ist, steht man besser. Und privilegiert ist derjenige, dessen Haftung ausgeschlossen ist durch eine entsprechende Vereinbarung oder gesetzliche Regelung. Müssen wir diese Prüfung für die Klausur können? Oben in der Ecke steht Ausblick. Sie erinnern sich, oben rechts in der Ecke steht meistens Wiederholung oder Klausur minus oder hier in dem Fall Ausblick. Wenn da steht Klausur minus, können Sie davon ausgehen, Sie werden es in Ihrem Leben nie mehr brauchen. Hier steht Ausblick, das bedeutet, Sie werden es noch brauchen und zwar sehr oft, aber nicht jetzt im zweiten Semester. Deshalb ist es ein Ausblick. Man kann auch bei der Schenkung vereinbaren, dass man für einfache Fahrlässigkeit haftet. Sie können sogar bei einer Schenkung eine Garantie übernehmen. Und diese Garantie gilt dann auch für die Schenkung. Können Sie die Folien bitte hochladen, damit wir da auch mitschreiben können? Die Folien sind seit über einer Woche online. Ich habe gestern nochmal geguckt. Gucken Sie in den Punkt Folien, da stehen oben die Dateien. Wenn Sie die nicht finden, kaufen Sie sich bitte eine neue Brille. Können Sie die Variante, Erläuterung der dritten Lösungsvariante noch einmal wiederholen? Also, die dritte Lösungsvariante besteht darin, dass der Geschädigte selber die Verluste trägt, die aus der Haftungsbeschränkung entstehen. Da gibt es zwei Unterfälle. Der erste Unterfall sieht wie folgt aus. Der Geschädigte verlangt von dem nicht privilegierten Schädiger, also von dem X oder von der Stadt den vollen Schadensersatz. Und er bekommt ihn auch, weil zu seinem Nachteil keine Regelung bestehen. Alle Schädiger haften als Gesamtschuldner. Dann geht aber die Stadt hin und wendet sich nach 426 Absatz 1 analog an den privilegierten Schädiger. Der privilegierte Schädiger, also der Vater, der die Aufsichtspflicht verletzt hat, oder der Fahrer mit der Haftungsprivilegierung im Vertrag sagt, Moment, ich hafte doch gar nicht. Und dann sagt die Stadt, das stimmt, aber das kann nicht zu meinem Nachteil gehen und deshalb kriege ich von dir trotzdem das Geld. Und dann muss unser Mensch trotz der Haftungsprivilegierung an die Stadt zahlen, beziehungsweise an den X zahlen. Dann geht im nächsten Schritt aber hier der Vater oder alternativ in der zweiten Variante der Fahrer des Autos, mit dem Sie den Haftungsvertrag geschlossen haben, wieder zu Ihnen und sagt, Moment mal, du hast vollen Schadensersatz bekommen, aber ich sollte doch gar nicht zahlen. Jetzt musste ich aber der Stadt bzw. dem X einen Teil erstatten und das bist du schuld. Das heißt, du musst mir das wieder erstatten. Das nennt man einen Regresszirkel. Dieser Regresszirkel heißt deshalb Zirkel, weil relativ einfach, es gilt erst A zahlt an B, holt sich das Geld aber von C wieder und C holt sich seinerseits wieder das Geld von B. Das heißt, wir haben einen perfekten Kreislauf. Das Geld geht zwar an B, aber er muss das Geld teilweise wieder an C erstatten. Das ist ein Regresszirkel und dieser Regresszirkel wird von vielen als unnötig umständlich empfunden. Viele sagen, das ist doch blöde, dass man hier erst an B vollzahlt und B dann das Geld an C wieder teilweise abdrücken muss, der das dann wieder an A zahlt. Dann kann auch A direkt von vornherein nur einen Teil zahlen.
Das ist die zweite Untervariante dieser Lösung. Die sagt nämlich, der B bekommt von vornherein nicht den vollen Betrag, sondern der B bekommt nur den Betrag abzüglich des Anteils, der auf C entfallen wäre. Denn er hat ja mit C eine Haftungsprivilegierung vereinbart und damit ist er selber schuld und diesen Anteil muss er sich dann abziehen lassen. Dann in der Klausur sind alle Hilfsmittel zugelassen. Sie können, wenn Sie Spaß haben, komplette Bücher abschreiben. Ich kann Ihnen sagen, das führt zu ungenügenden Leistungen, weil in der Klausur wird nicht erwartet, dass Sie Wissen abspulen, sondern Sie sollen einen Fall gutachterlich lösen. Das heißt, in Lehrbüchern werden Sie nie eine gutachterliche Lösung des Falls finden, den Sie vorliegen haben. Das heißt, Sie müssen, haben keine Vorteile, wenn Sie aus Lehrbüchern wörtlich abschreiben. Das ist nicht gefragt. Kann man, wenn man die Zwischenprüfung bestanden hat, davon ausgehen, dass man für Jura geeignet ist? Ja, das können Sie. Wird die Vorlesung nicht auf YouTube gestreamt? Ich finde sie nicht. Ich will diese Frage nicht zum 36. Mal wiederholen. YouTube hat mich wegen zu vieler gestreamter Vorlesungen vorübergehend gesperrt. Das heißt, ich darf momentan keine Livestreams durchführen. Daher können Sie diese Vorlesung momentan nicht bei YouTube sehen. Ich lade die Vorlesung allerdings hoch. Ich zeichne sie nämlich auf und die Aufzeichnung kann ich später hochladen. Holt sich die Stadt den gesamten Betrag von den Eltern oder nur einen verhältnismäßigen Innenausgleich? Der Anspruch in diesem Regresszirkel ist nur der, der hier möglich ist. Das heißt, es wird geprüft, die jeweilige Quote. Wenn also die Stadt zu 80% schuld ist und der Vater zu 20%, dann kann die Stadt sich vom Vater auch nur 20% wiederholen. Das heißt, es wird so getan, als gäbe es keine Haftungsprivilegierung und wir gucken dann, in welcher Höhe der Privilegierte haften würde. In unserem Autofahrerbeispiel, wenn der Fahrer Ihres Autos zu 99% schuld ist und der andere zu 1%, dann würde man sich 99% bei dem wiederholen und das 1% müsste der andere selbst bezahlen. Gut, haben Sie noch weitere Fragen, die sich nicht auf das Thema Streaming der Vorlesung bei YouTube beziehen? Nicht? Dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Thema. Das nächste Thema ist nämlich ein Thema, was... es kommt noch eine Frage. Was ist eine Haftungsprivilegierung? Wenn wir mal ins Gesetz schauen und in 1664 BGB reinschauen, dann steht in § 1664 BGB, dass Eltern nur die Sorgfalt anzuwenden haben, die sie in eigenen Angelegenheiten anwenden müssen. Das heißt, Eltern müssen gegenüber den Kindern nicht sorgfältiger sein als gegenüber sich selber. Normalerweise, wenn es die Regelung nicht gäbe, könnten Eltern aber für jede Verletzung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt in Anspruch genommen werden. Das heißt, es würde nicht die eigenübliche Sorgfalt gelten, sondern es würde die Sorgfalt gelten, die man von den Eltern im konkreten Fall verlangen kann. Das heißt, jeder würde an einem Idealmaßstab gemessen. Die Eltern sind also privilegiert, sie sind besser gestellt als im Normalfall. Genauso in der Ehe, wenn es 1359 nicht gäbe, könnte man in der Ehe verlangen, dass ein durchschnittlicher Standard eingehalten wird, also das, was ein vernünftiger Ehemann oder eine vernünftige Ehefrau leisten würde. Wenn es also so ist, dass ein vernünftiger Ehemann immer für seine Ehefrau kocht, dann würde man auch erwarten können, dass man das Ganze auch durchführt. Nochmal zum Thema Klausur. Die erste Klausur geht nicht nur über den Stoff des ersten Semesters und die zweite Klausur geht nicht nur über den Stoff des zweiten Semesters.
In beiden Klausuren wird Schuldrecht AT und Schuldrecht BT behandelt. Es wird also nicht beschränkt. Sie müssen alles können, was bis zum jeweiligen Klausurtermin behandelt wurde. Wenn Sie sich selbst verwahrlosen lassen, können Sie das auch mit Ihrem Kind machen? Ja, bis zur Grenze grober Fahrlässigkeit. In dem Moment, wo es psychische oder physische Schäden verursacht, wird das Ganze kritisch. Da kommt dann irgendwann das Jugendamt und entzieht Ihnen das Sorgerecht. Aber solange Sie sich noch an der untersten Grenze bewegen, ist das alles in Ordnung. So, jetzt nochmal zu dem Thema Regresszirkel und Minderung. Beim Regresszirkel würde normalerweise der B, also unser Opfer, nennen wir das B gleich Opfer, also hier, der ist arm, dann würde der B möglicherweise sterben und der B ist hier nach der normalen Regresszirkellösung gegenüber A in vollem Umfang berechtigt. Er bekommt also 100%. Von den 100% bekommt A aber wieder, sagen wir mal, 20% von C zurück. Und von diesen 20% bekommt der C wieder den kompletten Teil von B zurück. Bei der Minderungslösung würde jetzt gesagt, bevor ich erst 100% an B zahle und B dann nochmal 20% zurückkriegt, kann man auch gleich sagen, dass der B von vornherein nicht 100% bekommt, sondern nur 80%. Damit sparen wir uns diesen kompletten Teil und haben das Ganze viel einfacher gelöst. Das heißt, wir haben dann nur einen entsprechenden kleinen Teil. Kommt man gut durch die Klausur, wenn man Lehrbücher durchgearbeitet hat und die Übungsfälle lösen kann? Lehrbücher finde ich nicht ganz so entscheidend. Wenn Sie in der Lage waren, die Probeklausur gut zu lösen, können Sie auch die richtige Klausur lösen. Also, wenn Sie in der Lage sind, einen Fall gutachterlich zu lösen, kann Ihnen in der Klausur eigentlich nichts passieren. Es wird kein großes Wissen abgefragt, sondern es wird vor allen Dingen die Fähigkeit geprüft, ob Sie in der Lage sind, einen Fall zu lösen. Gut, haben wir dann alle Fragen geklärt? Dann haben wir jetzt noch eine Minute Zeit, uns mit dem Thema Stellvertretung zu befassen. Das Thema Stellvertretung. Moment. Das Thema Stellvertretung. Stellvertretung haben wir schon mal behandelt, nämlich als wir uns im letzten Semester damit befasst haben. Und die Stellvertretung finden Sie in Paragraph 164 Absatz 1 Satz 1 BGB. Und der ist die Norm, die Sie auch in Klausuren immer nennen müssen. Auch wenn Sie später im Studium richtig schwierige Sachen lernen, wie die Vertretung von Gesellschaften, von AGs, von GmbHs, von Vereinen oder auch, wenn Sie im Familienrecht sich beschäftigen mit der Vertretung der Kinder durch ihre Eltern. 164.1 ist also eine ganz wichtige Norm. Im Rahmen der Stellvertretung müssen wir dann verschiedene Beziehungen unterscheiden. Nämlich einerseits den Vertrag, der geschlossen wird zwischen V und K. Und dieser Vertrag wird kraft Zurechnung nach 164 geschlossen. Andererseits die Rechtsbeziehung zwischen V und dem Vertreter X, die durch eine Vollmacht oder gesetzliche Vertretungsmacht ausgestaltet ist. Davon abstrakt, aber auch durch einen Auftrag oder ein anderes Rechtsverhältnis. Zum Beispiel einen Dienstvertrag, einen Geschäftsbesorgungsvertrag oder einen Werkvertrag. Und schließlich haben wir noch eine Rechtsbeziehung zwischen X und K, denn der Vertreter X gibt eine eigene Willenserklärung ab und diese Erklärung kann natürlich ihrerseits wieder an allen Ihnen bekannten Mängeln leiden.
sie kann auf einem Irrtum beruhen, sie kann auf einer Täuschung beruhen, sie kann ein Scheingeschäft sein und so weiter. Ja, da einige von Ihnen offenbar sagen, sie müssen jetzt dringend woanders hin, hören wir dann damit auf und wir machen dann heute Nachmittag in anderthalb Stunden, nein, in zwei Stunden weiter. Wir beginnen dann mit der nächsten Vorlesung um CT, oder? Nein, wir beginnen um ST. Wir beginnen um ST, weil wir das ja auch für den Dienstag so haben, damit wir nicht jedes Mal wechseln müssen, beginnen wir also um Punkt. Ich beantworte noch einige kurze Fragen, die hier gerade gekommen sind. Warum ist es besser, einen Anspruch aus 280.1 zu haben, als einen aus 823.1? Das hat zwei Gründe. Im Rahmen von 280 Absatz 1 können Sie das Verschulden von Erfüllungsgehilfen nach 278 zurechnen. Und zum anderen müssen Sie für 280 Absatz 1 nicht nachweisen, dass der andere fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat, sondern der muss beweisen, dass er nicht dafür kann, dass der Schaden eingetreten ist. Das heißt, für Sie als Opfer ist 280.1 sehr viel einfacher zu beweisen und für den Schädiger ist 280.1 sehr schlecht, weil er sich auch das Verschulden von Hilfspersonen zurechnen lassen muss und nicht nur für sein eigenes Verhalten verantwortlich ist. In 823 hafte ich nur für mein eigenes Fehlverhalten und nicht für das Fehlverhalten meiner Mitarbeiter. Gut, das nur zum Abschluss. Jetzt hätten wir aber auch wirklich alles erledigt. Vielen Dank und bis gleich.